Die besten Spaghetti halfen nichts. Diego hatte einfach keinen Appetit. Hey, Schatz, eine Gabel geht noch. Komm. Hast du Halsschmerzen wieder? Außerdem plagten den Achtjährigen ständig Erkältungen und Bronchitis. Nachts schnarchte er. Die Atmung setzte sogar aus. Man macht sich als Mutter halt immer nur Sorgen. Er hat halt auch viel verpasst. Immer von Kindergarten war ja damals nicht so schlimm, aber Schule war halt dann schon schwer. Da er ein guter Schüler ist, hat er halt alles gut nachgeholt. Aber es war halt einfach blöd, wenn er wieder krank war, zu Hause war. In solchen Fällen müssen Kinder möglichst schnell zum Facharzt. Die Diagnose bei Diego, die Mandeln sind viel zu groß und müssen raus. Aber braucht er sie nicht zur Immunabwehr? Bis zum 6. Lebensjahr ist das wichtig und spielt eine Rolle. Ab dann verkümmern die Mandeln und spielen eigentlich keine Rolle mehr im Immunsystem. Doch derzeit wird heftig über eine neue, unabhängige Studie aus Dänemark diskutiert. Es geht um die Langzeitfolgen nach der Mandelentfernung bei Kindern. Die Forscher haben Daten von knapp 1,2 Millionen Patienten untersucht, bei denen die Mandeln vor dem 9. Lebensjahr entfernt wurden. Ergebnis: ein deutlich erhöhtes Risiko für spätere Atemwegserkrankungen wie Asthma oder Lungenentzündungen. Doch die Studie hat Schwächen. Die Studie wartet mit einer wirklich beeindruckenden Fallzahl von 1,2 Millionen Kindern auf. Davon haben aber nur 40.000 die Mandeln entfernt bekommen. Und zwar mit der alten Methode in den 90er Jahren. Da wurden die Mandeln ganz entfernt. Wir heutzutage nehmen die Mandeln ja nur noch teilweise raus. Lässt sich nicht vergleichen. Außerdem sind die Kinder möglicherweise kränker gewesen, weil sie aus Raucherhaushalten kamen. Auch das ist nicht berücksichtigt worden. Bei der Teilentfernung ist die Gefahr der Nachblutung geringer. Und die Patienten haben weniger Schmerzen. Die Mandeln befinden sich am Eingang der Atem- und Speiseröhre. Sie sind der Außenposten unseres Immunsystems und bekämpfen Krankheitserreger wie Keime und Viren. Aber sie können selbst zum Problem werden. Bei Thomas Ertl beginnt es immer mit Kratzen im Hals und extremen Schluckbeschwerden. Dazu kommt hohes Fieber. Das richtige Schmerzen im Hals, dass man sagen kann, ist eigentlich da wirklich für die nächsten Tage oder Wochen außer Gefecht gesetzt. Da geht gar nichts mehr. Das Highlight waren 7-mal im Jahr Mandelentzündung. Mit Salzwassergurgeln oder andere Hausmittel helfen da nicht mehr viel. Bei jeder Mandelentzündung muss der 24-Jährige Antibiotika schlucken. Doch die bekämpfen nur die Symptome, nicht die Ursache. Auch hier stellt sich die Frage, müssen die Mandeln raus? Dazu gibt es eine neue Richtlinie in Deutschland. Wenn man über 6 Mandelentzündungen im Jahr hat, antibiotikapflichtig, so wie das bei den Patienten hier der Fall ist, dann sollte man operieren, dann hat der Patient einen echten Profit davon. Doch auch bei Thomas Ertl werden die Mandeln nur zum Teil herausgenommen. Bei einer kompletten Entfernung hat man früher hier geschnitten, ja, da an der Kapsel entlang, ja, sodass der Muskel frei lag. Heutzutage gehen wir her und schneiden hier so. Das ist der erhebliche Unterschied, sodass ein ganz dünner Randsaum von Mandelgewebe stehen bleibt, der aber den darunterliegenden Muskel schützt. Mit welchen Gefühlen gehen Sie jetzt in die OP? Mit gemischten Gefühlen. Einerseits, dass ich jetzt erstmal froh bin, dass die Mandeln dann verkleinert werden, dass dann die Häufigkeit der Infektion und Mandelentzündung deutlich zurückgeht. Und andererseits natürlich aber auch, jede Operation birgt Risiken. Und da ist dann auch doch die Aufregung doch deutlich spürbar. Mandeln können noch ganz andere Probleme bereiten. Mandelsteine. Eigentlich hat die jeder Mensch. Doch wenn sie nicht mehr abtransportiert werden, führen sie in Verbindung mit bestimmten Bakterien zum Mundgeruch. Das erfordert wie bei Simon B. zusätzliche Anstrengungen bei der Mundhygiene. Es ist halt schwierig, wenn man nicht weiß, wann es kommt. Und deswegen ist man immer so ein bisschen sehr darauf fixiert, dass man keinen schlechten Atem hat. Deswegen ständiges Kaugummi kauen, immer darauf achten, 2-3 Mal am Tag, eher vielleicht sogar ein 4. Mal die Zähne am Tag putzen, damit man das quasi alles tut, um es zu verhindern. Mandelsteine entstehen in der Mandel aus den toten Zellen, die dort in der Tiefe von so Rillen sind. Und in diesen Rillen, da entstehen die Mandelsteine. Mit einem Schröpfglas kann man sich beim HNO-Arzt oder Heilpraktiker die Mandelsteine absaugen lassen. So, jetzt saugt die Mandel da rein. Nicht gerade angenehm. Und die Mandelsteine kommen wieder. Langfristig hilft auch hier eine OP. Heute kommt Thomas Ertl und das Messer. Nach dem aktuellen Forschungsstand geht man davon aus, dass eine Teilentfernung genauso viel bringt wie eine Komplettentfernung. Ich kann an der Mandel jetzt auch so ziehen.
Ja? Da sieht man, wie vernarbt und groß die ist bei ihm. Das Risiko einer gefährlichen Nachblutung ist bei der Teilentfernung 10-mal geringer als bei einer Komplettentfernung. Zusätzlich wird die Nasenscheidewand korrigiert, damit Thomas Ertl nachts nicht mehr durch den Mund einatmen muss. Denn das trocknet die Mundhöhle aus und fördert Mandelentzündungen. Klaus Stelter ist überzeugt, dass der Patient wesentlich besser Luft kriegen wird und gleichzeitig von dem Mandelgewebe so viel reduziert wurde, dass ich davon ausgehe, dass sich das Restgewebe nicht mehr infizieren wird. Auch bei Diego war die Operation erfolgreich. Er hat wieder Appetit und schläft nachts durch. Ja, klasse. Wenn es dem Kind gut geht, geht es der Mutter gut. Jetzt hat er wieder mehr Energie. Auch nach der Teilentfernung der Mandeln wird sich sein Immunsystem gut entwickeln.